So, weiter geht's heute mit FIFA und ja, wir werden wahrscheinlich heute wieder ein bisschen Transfers machen. Haben ja zwei Leute jetzt verpflichtet mit Coutinho und mit Bona Sosa, definitiv. Dann habe ich meinen Linksverteidiger verpflichtet, ein gutes junges Talent aus Stuttgart. Und ja, ich denke, der wird uns weiterbringen, weil Kolasinac, wie gesagt, den Club verlassen hat. Und mal gucken wir mal, was jetzt heute passieren wird. Für gute 10 Millionen nur vom VfB verpflichtet. Da ist ein Transferangebot reingegangen. Aber wie gesagt, es kann ja noch viel passieren. Falls jetzt die Rose und sagt, er möchte den Club verlassen. Oh, warte mal, da ist irgendwie ein bisschen was reingekommen an Angeboten. Ja. Und den möchte ich Minimum auch für 10 abgeben, eigentlich nur. Also, wie gesagt, eigentlich ist er ja bleibt, soll er bleiben. So, mal gucken, wer, wie gesagt, jetzt heute noch. Oh, Transfer, gut, Richter. Ja, das wäre natürlich eine Mega-Schwächung, wenn der gehen würde. Aber 52 Millionen für PSG. Von PSG. Mindestens Verkaufssumme, Minimum 80 Millionen. Vielleicht geht da, sagt PSG, oh, reicht mir, ist okay. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass er gehen wird. Ich denke nicht, dass er gehen wird. Für die Summe. 80 Millionen wäre schon nicht heftig. Dann hatte ich ja Coutinho zumindest auf der Position. Ernsthaft? Ja gut, 62 Millionen, ne? Das ist das Problem an der Sache gerade. Oh, hoffentlich kriege ich den noch verpflichtet. Dann muss ich tatsächlich noch mal einen. Hä? Also das ist jetzt hart, dass der mir jetzt den. Gut, wie gesagt, ich habe eine Alternative. Ich habe ja mit Coutinho Gott sei Dank noch einen Zehner verpflichtet, der mir auf der Position spielt. Also Paulinho wäre jetzt hart. Ich würde versuchen zu verpflichten, zu behalten. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen noch den Chef verpflichtet, dass ich jetzt den noch gehalten bekomme. Akzeptieren. Mein Freund. Sollte der denn. Das ist jetzt die große Frage. Zieht trotzdem Juve die Kaufoption. So, das wird natürlich jetzt viel passieren. Delegieren, komm. Ich versuche mal, ob ich mindestens Verkaufssumme auf 20 gedrückt hochbekomme. Gott sei Dank, der bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Der bleibt. Ich glaube, ich habe den für 35 habe ich den verpflichtet. Und jetzt ist nämlich der Wert hochgegangen. Die wollte mich 63 bieten für die durch die Kaufoption. Die habe ich jetzt hochgelegt auf 190 Millionen. Das heißt, der wird jetzt auf jeden Fall für richtig Geld wechseln, wenn überhaupt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der bleibt. So, jetzt gucken wir mal gerade, was die Nachrichten noch reingebracht haben. Genau, das ist doch selbstverständlich. Ich weiß jeder, wie du auf die Mannschaft und ganz weiter. Boah, bin ich gerade ziemlich froh, dass ich dem jetzt gerade noch mal unter Dach und dass ich dem jetzt gerade noch mal so ein bisschen, dass ich dem jetzt noch mal vorgegriffen habe, dass mir den, dass mir für das Dings nicht geht. Das wäre eine Alternative halt gewesen. So, ich stehe auf Dings, ja. Paris sagt, nö, ist nicht zu teuer. 80 Millionen wollen sie dann doch nicht bieten. Weil der Rosen hat nicht 86 gekriegt.
Da ist wieder was reingekommen. Transferangebot für Coutinho. Ja, Coutinho steht eh auf der Transferliste, ne? Auch da würde ich gerne mal Richtung 20 gehen. Vielleicht sagen sie ja, ist zu teuer, ist okay. Warte, wir machen das anders. Wir gehen mal in die Transferverhandlungen rein. So. Angebot absenden. Mal gucken, ob er sagt, jo, ist okay, weil ein bisschen Gewinn will ich auch machen. Komm, sagt mir bitte ja. Aber dann habe ich zumindest eine Möglichkeit. Okay. 20 Millionen, damit gehört euch. Ja, aber das ist halt Fußball, ne? Da kann auf einmal passieren, da kommt auf einmal eine Mannschaft, die sagt, ich wollte die Kohle, legen die Kohle auf den Tisch, die war die für die Freigabesumme. Aber wie gesagt, Paulinho ist für mich ein absoluter Stammspieler und den will ich eigentlich sehr, sehr ungern weggeben. So, da ist halt die Verhandlung schon drin. Kurz gucken. Was ist so passiert? Ah, nächstes Spiel schon gegen den VfB, okay. Warte, machen wir das heute noch. Dann kriegen wir das noch rein. Warte mal, da ist noch was mit Stillstandsverhandlungen. Ablehnen, vergiss es. Tschüss. So, okay, dann spielen wir dann heute doch noch das Spiel gegen den VfB. Hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich noch was machen können, aber... Jo. Auf geht's. Kolasin hat jetzt den Verein verlassen. Sosa ist auf jeden Fall neuer Stammspieler hinten links. Damit habe ich meinen Wunschlinksverteidiger für 10 Millionen bekommen und habe dafür noch Coutinho gekriegt. So. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Der große Augenblick ist da. Es ist sein erster Auftritt im neuen Trikot und wir sind natürlich live dabei. Bleiben Sie dran. Geht jetzt gleich los. Spieltag um 18. Herzlich zu diesem Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Für ihn ist das hier die Premiere, Buschi. Und wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Wie siehst du das? Sie brauchen ja noch einen neuen Flügelspieler. Und den haben sie jetzt. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen Superstar. Ich kann nur sagen, Respekt vor dieser Transferpolitik. Definitiv. Paulinho, der gerade kurz davor war, den Club zu verlassen. Der war eigentlich unterwegs schon zu Juve. Und dachte dann, ich bleib noch. Ja, die Schalke haben mit einer Veränderung in der Startelf definitiv Kolasin raus. Also wie gesagt, der ist nicht mehr im Kader. Und für die Neune mit der 5, Borna Sosa hinten links. Und Ludewig ist der zweite Sechser. Wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und übrigens Coutinho auf der Bank. Nur so nebenbei.
Das ist die andere Änderung. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Sie treten heute offensiv an. Für ihn nicht nur im Kader Kubilanski, der den Verein sogar verlassen will. Soll. Oh, schon hat er Mateta geholt. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Gegen bei dem Hinspiel dafür Schlager raus. Also Hinspiel haben die Schalker mit 6:1 gewonnen in Stuttgart. Mal gucken, wie das Rückspiel ausgeht. Los geht's. Ludwig. Das wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Johnny. Jean-Philippe Mateta. Jensen. Schöner Steilpass. Lecker. Ja, geht gut dazu. Gut gemacht. Die Gastgeber sind in dieser Saison bislang. Und dann haben wir Lucas Alario jetzt mit Power. Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt und es sieht bislang ja gar nicht danach. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser. Funktioniert der Auftakt. Und es ist eben De Rosemann. Der hätte viel Geld gebraucht. 86 Millionen von Jubelband durch. Die haben dann nochmal abgebrochen. Richter über 80 Millionen für Schalke gefordert. Also die werden richtig Kohle gemacht. Die hätten mit Coutinho klar schon in der ersten Alternative gehabt. Aber dann wäre noch die Frage gewesen, wer wird der Zweite werden. Aber momentan ist es so. Also noch nicht ist es vom Tisch, aber mal gucken. Kann ja noch einiges passieren. Auf jeden Fall erstmal die Führung durch De Rosemann. Die Schalker damit vorne. Tor für den FC Schalke 04. Die Nummer 16. Javali Jensen. Auf jeden Fall schon mal die Aufgabe gelöst. Ja, schön gelöst da. Poguma. Paulinho. Ah, den hätte er besser anders spielen müssen. Aber nicht. Die Schalker bleiben dran. Marco Richter. Ja, gar nicht da. 2-0. Das gleiche Spiel wie beim 1-0. Wieder war der Kobel dran. Wieder passt das Ding. Der war beim ersten von De Rosemann dran. Der war aber auch beim zweiten von Richter dran. Aber beide Male konnte er nicht halten. Das 2-0 ist da. Wie gesagt, Hinspiel endet Schalke 6:1. Jetzt wird man schon mal immerhin schon mal 2-0. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Ja, es war keiner frei. Da dachte ich mir, okay, dann spielen wir mal einfach durch. Schauen nur zu. Und das rächt sich. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen durch Kamera die Beine und dann rein ins Glück. Ja. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und ehrlich, in Coutinho für 25 Millionen war es preisig durch okay. Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Ja, wie gesagt, das kann auch in der nächsten Saison, falls überhaupt die neue Saison. Andere Schlagzeile zu ihm, denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. De Rosemann. Konflikte? Möglicherweise. Wie siehst du Endo gegen Becker. Nein, naja, Poguma. Hat eigentlich alles im Griff, hat den Ball und klar, haut ihn. Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rand. Da ist die Chance. Und die Chance für den VfB. Ah, der Roll. Zentner. Abseits. Ja, mal gucken, was Sosa probieren kann auf die Außenbahn. Sosa. Ludwig, der jetzt ein bisschen weiter vorne spielt. Ludwig. Der jetzt auf der 6 spielt. War ja auch vorgesehen so. Aber auch um den geht es immer wieder an, wurde die Schalke wollen. Oh, Mateta gegen Savic. Jetzt für uns. Abschuss. Das wird jetzt Abschluss geben. Savic. Sosa. Ah, der hat noch ein bisschen Probleme seine Seite. Können Sie verkürzen? Ecke. Schuss kommt nicht durch. Wag Poguma dran. Aber es gibt die Ecke. Kurze Ecke. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Paulinho. Schönes Pressing jetzt. Ich
Schön gemacht, Paulinho. Die Schalker sind auf dem Kontermarsch. Paulinho. Funktioniert. Wie ein Pfaff an den Leverkusen. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst. Und sie dürfen zurecht. Und deswegen bin ich gerade froh, dass die Ablöse geplatzt ist. Den Vertrag schnell noch fix verlängern um ein Jahr, damit die Ablöse raus ist, damit die wieder angehoben wird. Und hier sehen wir, und damit ist der Wechsel von Juve geplatzt. Das heißt, man zahlt 190 Millionen. Und dann konnte ich locker ohne gute noch ein, zwei Spieler nachkaufen. Und wieder. Ganz entspannte Minen auch am Spiel. Diesmal kann der Keeper nichts machen. Diesmal war er nicht dran. Er weiß, das müsste es sein 18. Saisontor heute. Also insgesamt. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht. Jetzt müsste ein Verein mal kommen, der die Kohle zieht. Weil jetzt kann ich auch nicht mehr reagieren. Weil der Vertrag gerade verlängert wurde. Aber wie gesagt, mal gucken, was passiert. Wie gesagt, für das Geld. Das könnte vielleicht was werden. Kann ich ein bisschen für 200 Millionen knapp gar nicht nochmal einkaufen. Jawohl. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Abschluss sogar, okay. Weil ich war jetzt auf der Ecke drauf für den VfB. Sosa. Sosa. Lazza. Ah, der muss auch nur reinkommen jetzt mal. Lucas Alario. Wird das seine Torchance? Fairer Einsatz hier. Also der Stürmer wäre es jetzt gewesen, aber nicht. Erhalten, aber der Ball weiter im Spiel. Nicht der Fall, andere Spieler. Und damit ist Pause. Also die Schalke haben mit viel, viel Druck am Ende. 3-0 ja jetzt schon. Der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Und jetzt geht's hier los. So, also der Pausenstand hochverdient, die Führung. Die Schalke kommen super ins Spiel. Und mal gucken, wann wir heute Coutinho sehen. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ich denke, das ist kein schlechter Transfer, aber auch für das Geld sowieso nicht. Ich hab, was habe ich gesagt, 25, 30 Millionen oder so? Jensen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jawohl, schön abgeblockt da die Stuttgart da. Den Stuttgart hat konnte, aber die Schalker machen den Fehlpass und damit ist Becker, der ist checkt. Das könnte Ecke geben für die Gäste. Macht den Ball aber wieder heiß mit seinem Fehlpass. Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta. Pass zu Brekalo. Ball kommt rein. Sosa, der gibt jetzt die Ecke. Ja, der muss reinkommen. Der muss definitiv reinkommen. Das ist ein ganz anderer Typ als ein Kolasinac. Aber ich denke mal, für das Geld 10 Millionen. Ich habe ihn. Aber wie gesagt, sollte ich wirklich die 190 Millionen für Paulinho noch bekommen, irgendwie, oder ein bisschen mehr Kohle, dann werde ich mir für den Großes noch holen. Sie werden hier wechseln. Die wollten nämlich über 40 Millionen, das ist mir. Aber ja, kann alles noch passieren. Ich weiß noch nicht, wieso, das kann ja noch nichts passieren in der Winterpause. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Schwalinov ging. Sosa und Zentner. Gib ihm. Der Konter über Marco Richter. Übrigens der Wahlkampf von Zentner. Und es gibt den Assist für den Keeper, weil der Ball durchging. Und es ist Marco Richter, der das Ding dann oben in den Knick haut. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Horn hat schon getroffen diese Saison und Zender kriegt jetzt den Assist. Keine Chance für den Keeper bei uns diesmal. Er hat ihn genau unter die Latte setzen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was ja, und Juve wollte keine 80 für ihn zahlen. Ich habe ihn, glaube ich, für 15 oder so gekriegt. Also mega, wer ist sonst wer gewinne. Aber wie gesagt, mal gucken, was da noch passiert. Es ist noch Twitter-Transferfenster. Es kann noch ein bisschen was passieren.
Schon enough, der aber jetzt zweimal gegen Richter, gegen Borna Sosa verkackt. Schön. Jetzt gibt es Freistoß holt, das war ein Foul, war ein taktischer Foul. Jetzt wechselt der VfB aus. Also, wie gesagt, 1:6 die Heimniederlage für den VfB. Und jetzt gibt es die. Marco Richter, ja, der kommt aber mit Power durch. Der Angriff wird was werden. Holt sich den Ball im eigenen 16. Und zumindest die Ecke rausgeholt. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist die Hereingabe. Den Ball kann er klären. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Chance zum Konter jetzt. Mateta. Es könnte Ecke für den VfB geben. So, dann kann man dreimal wechseln. Ja, Ball ist weg und die Konterchance. Rashica würde ich auch für ein gewisses Angebot abgeben. Noch. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Lukas Alario, die Nummer 10. Paulini. Und mit der Nummer 23. Marco Richter. Neu in der Partie. Die Nummer 9. Coutinho jetzt am Ball. Sascha Kalajdzic. Die Nummer 7. Philippe Coutinho. Er hat sich ja mittlerweile entschieden und wird demnächst für den FC Bayern auflaufen. Ein toller Transfer. Ah, das könnte Gelb geben, noch nachträglich. Warum so nicht reingehst in den Zweikampf? Keine Ahnung. Klasse Chance jetzt. Super Einsatz von Dolter. Ne, keine Karte. Eckball Brekalo. Weg damit. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Kurz vor Ende 4-0. Klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner? Der nächste Gegner von Schalke heißt Werder Bremen. Schon wieder Bremen? Ach Gott, Leute, ich hab's jetzt gerade, ich hab's jetzt alle hintereinander, ne? Den VfB. Übrigens gab's eine Ecke für die Stuttgarter und die Schalker legen Glück gehabt, weil eigentlich jetzt den Rosen weitermachen können, durchziehen können. Naja, gut, okay. Xaver Schlager. Die letzte reguläre Spielminute läuft. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ah, das sieht gut aus. Jose Brekalo. Das war's. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. 4-0 der Endstand. Die Jungs laufen heiß. Nächster Gegner, wie gesagt, Werder Bremen. Die haben wir ja schon im ersten Spiel gehabt. Also wir haben gerade gefühlt jetzt irgendwie jetzt die fünfte Folge oder so. Wir haben jetzt das zweite Mal den gleichen Gegner. Sagen wir mal, er gehörte heute nicht unbedingt. Nö. Mateta war heute nicht auf dem Platz wirklich. Ein paar Mal war er mal, aber das war's auch. Ja, 4-0. Wir sind nach dem 6-1 in Stuttgart. Jetzt das vierte Tor. 4-0 jetzt im Heimspiel. Und sagen wir, unsere Spiele gewinnen. Ist es dann im Ende wurscht, was die Konkurrenz macht. Die können auch meinetwegen gewinnen, wie sie Lust und Laune haben. Momentan sind es 5 Punkte Vorsprung. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Entweder mit Transfers oder mit Spiel. Bis dahin und tschüss.